Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu, Wassalamu, ala Rasulillah, Amabad, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben heute den 24.09.2017 und ich bin hier in Celle, weil übermorgen, in zwei Tagen, am 26.09. beginnt hier beim Oberlandesgericht Celle einer der größten Prozesse gegen die Muslime, was die Geschichte in der BRD betrifft. Und ich möchte euch mit dem heutigen Vortrag ein bisschen den Hintergrund erläutern, wie es dazu kommt, dass Celle, also eine Stadt wie Celle, 35 Kilometer nordöstlich von Hannover, eine Stadt, die die meisten von euch kaum im Detail kennen werden, derart eine hervorragende Rolle bei der Bekämpfung des internationalen islamischen Widerstands spielt. Celle ist eine Stadt mit 70.000 Einwohnern, gegründet 1292 an der Aller, also 750 Jahre alt, beziehungsweise 725 Jahre alt. Ihr seht es ja an dem Blumenbeet hinter mir. Hier, die legen großen Wert darauf, dass eben die Stadt dieses historische Alter hat. Das Markenzeichen der Stadt sind die ungefähr 500 Fachwerkhäuser in der Innenstadt und eben das Schloss hinter mir. Und das ist eine Stadt, die sicher nicht im Zentrum der Öffentlichkeit, auch nicht in dem Zentrum der Öffentlichkeit Niedersachsens steht, aber eben durch die Anwesenheit des Oberlandesgerichts und der Generalstaatsanwaltschaft eine exponierte Rolle im juristischen Bereich spielt. Und das werde ich euch erläutern, Bismillah. Ja, wir haben heute, wie ich sagte, den 24.09.2017, das heißt, heute ist der sogenannte Wahlsonntag. Wir haben ja in den vergangenen Wochen eine wirklich ganz extreme Kampagne gegen die Muslime und die Migranten im Allgemeinen erlebt. Ich will euch mal drei Beispiele nennen. Zunächst einmal dort, wo meine drei Kinder wohnen, ein Riesentransparent, Islamisierung stoppen. Dann in Köln, wo ich ja viel Zeit verbringe, gegenüber von einem Flüchtlingswohnheim in dem Stadtteil, wo ich wohne, die Plakatierung Asylbetrug stoppen. Dann habe ich am vorigen Mittwoch in Braunschweig beim Besuch des Landgerichts Braunschweig erlebt, wie also drei Muslime in Hand- und Fußfesseln der Öffentlichkeit vorgeführt wurden. Und zwar vorgeführt wurden von maskierten Justizbeamten, die zusätzlich bewaffnet waren. Und diese Justizbeamten haben die Verhandlung nach der Vorführung der Gefangenen nicht etwa verlassen, sondern sich maskiert hinter die Angeklagten gesetzt und sind in der gesamten Verhandlung anwesend gewesen. Das nur mal als so drastische Beispiele, um zu verdeutlichen, wie die Stimmung im Moment hier in der BRD ist. Es ist also von allen relevanten Parteien doch erheblich Stimmung gemacht worden gegen die Migranten im Allgemeinen und die Muslime im Besonderen. Und natürlich betrifft es diese Bekämpfung seitens des Staates und seiner Organe und eben dann auch der relevanten Parteien, betrifft es die Speerspitze des internationalen islamischen Widerstands im Besonderen. Sicher allgemein die Flüchtlinge sind betroffen, aber eben diejenigen, die besonders aktiv sind, sind besonders betroffen. Und auch wenn vielleicht der Einzelne oder die Einzelne von euch das nicht so bemerkt, das, was die Geheimdienste im Verborgenen veranstalten und an Druck ausüben, ist enorm. Also das reicht ja von, und ich erfahre das persönlich, von der Schließung von Bankkonten bis zur Schließung von PayPal-Konten, von der Schließung von Facebook-Konten bis zur Schließung von YouTube-Konten, von dem Interventionen bei den Arbeitgebern bis zu Interventionen bei den Vermietern. Also es geht schon ins Existenzielle und das ist der Versuch, das muss man deutlich sagen, der Versuch, einen Vernichtungswillen gegen oppositionelle Muslime in die Tat umzusetzen. Aber alles das bestärkt uns nur darin, dass wir auf der richtigen Spur sind
Und ich erwähne nur das letzte Posting auf der Seite Falk News, bevor diese Seite von Facebook mit 4.000 bis 5.000 Abonnenten geschlossen wurde, war ein Solidaritätsposting genau mit für die angeklagten Brüder, die ab übermorgen hier in Celle vor Gericht stehen. Und das passt eben eins zum anderen, wenn die Löschung genau vor Prozessbeginn und mitten im Wahlkampf stattfindet. Ja, hier ist eben die Adresse Schlossplatz 1, nicht? Das liegt ist, ja, das Schloss hinter mir, und da, wo das Oberlandesgericht sich befindet, ist der Schlossplatz 2. Das ist also praktisch nur hier um die Ecke. Und dort befinden sich sowohl das Oberlandesgericht als auch die Generalstaatsanwaltschaft. Ja, der Oberlandesgerichtsprozess gegen die 5 angeklagten Brüder, die sind ja schon seit fast einem Jahr in Gefangenschaft, beginnt, wie ich sagte, übermorgen am Dienstag, 26.09. und wird voraussichtlich sehr, sehr lange dauern, also bis tief in das Jahr 2018, also das nächste Jahr, reichen. Und angeklagt sind in der Reihenfolge des Alters aufgezählt, also ein 51-jähriger Türke aus Duisburg, ein 37-jähriger Serbe aus Dortmund, ein 33-jähriger Kurde aus dem Nordirak, der also in der BRD bundesweit gepredigt hat, ein 28-jähriger Libanese aus der Region Hildesheim und ein 27-jähriger Kameruner ebenfalls aus der Region Hildesheim. Und dieser Prozess, der findet eben praktisch da drüben im Oberlandesgericht statt. Ich werde das inshallah gleich noch weiter erläutern. Ja, und diesen Prozess in Braunschweig, den ich eben erwähnte, also mit dieser martialischen Vorführungsweise, da steckt die Generalstaatsanwaltschaft Celle hinter. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hat eben 3 Muslime angeklagt, die sich im Landgericht Braunschweig seit voriger Woche Mittwoch auf der Anklagebank befinden. Erwähnen möchte ich in dem Zusammenhang, dass die Generalstaatsanwaltschaft Celle ursprünglich eine junge Türkin zusätzlich verhaften lassen. Diese Schwester befand sich dann in Hildesheim im Knast und hat einige Monate eben in Haft verbracht. Und einer meiner Vertrauensanwälte hat es Alhamdulillah geschafft, die Schwester aus der Haft zu befreien. Und ja, die 3 Brüder, die also auf der Anklagebank in Braunschweig sitzen, sind auch wieder in der Reihenfolge des Alters: ein 28-jähriger Türke aus Köln, ein 27-jähriger Afghaner aus Bünde bei Bielefeld und ein 26-jähriger Deutscher aus Northeim bei Göttingen. Ihr seht also, sowohl bei dem Prozess, der übermorgen hier in Celle beginnt, als auch bei dem Prozess, der vorigen Mittwoch in Braunschweig begonnen hat, diese internationale Zusammensetzung der Geschwister, die da auf der Anklagebank sind. Und das ist im Grunde ein Spiegel auch der eben internationalen islamischen Bewegung, die sich aus Brüdern aller Nationen zusammensetzt. Ja, wichtig ist, und darum geht es mir bei dem Vortrag hier, dass wir Muslime nicht wie Ochs vom Berg stehen, was diese Repressionsstrukturen betrifft, sondern dass wir Bescheid wissen, mit welchen Strukturen sind wir wirklich konfrontiert. Und das ist etwas, was sicher manche erstmal als ein Spezialgebiet empfinden mögen, aber es gibt die Notwendigkeit aufgrund dieser starken Repression, dass wir wenigstens alle etwas über grundsätzliche Dinge in dem Zusammenhang Bescheid wissen. Und das gilt insbesondere dann, wenn die höchste Ebene des Staates, also der höchste Staatsanwalt, die Anklage und die Beschuldigung vorträgt. Und in dem Zusammenhang muss man ja wissen, dass wenn also der Generalbundesanwalt, das ist der höchste Staatsanwalt in der BRD, einen Haftbefehl veranlasst, dann findet ja in der Regel dann die Vorführung des Beschuldigten innerhalb der dann folgenden Stunden beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe statt. Und da beginnen dann schon die ersten Fehler. Es wird ja häufig diskutiert, ja, wie ist das so mit Verteidiger? Kann man sich einen Verteidiger nehmen? Darf man das überhaupt? Und so weiter und so fort. Ja, die Frage stellt sich nicht in der BRD, denn die BRD setzt einfach einen Verteidiger als Pflichtverteidiger sozusagen an den Platz. Wenn man also in Karlsruhe ankommt und benennt dort keinen Verteidiger, von dem man verteidigt werden möchte,
dann tut der Bundesgerichtshof das und benennt den Pflichtverteidiger. Und wenn die einmal einen Pflichtverteidiger benannt haben, dann wird man den auch nicht so schnell wieder los. Denn man wird einen Pflichtverteidiger nur dann los, wenn man ihm also eine erhebliche Menge nachweisen kann, dass er also wirklich überhaupt nicht seinen Verpflichtungen nachgekommen ist oder dass das Vertrauensverhältnis völlig zerrüttet ist, was schwer zu belegen ist für einen Gefangenen. Das heißt konkret gesagt, wenn man also sich auf einen aus dem Karlsruher Filz stammenden, und es ist ja logisch, wenn der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ist, das werden die zwar nicht öffentlich zugeben, aber dass die dann natürlich gerne, sagen wir mal, Anwälte aus dem Karlsruher Raum nehmen, die eben nicht besonders schwierig sind aus staatsanwaltschaftlicher Sicht. Wenn man also so einen aus dem Karlsruher Filz stammenden Anwalt bekommen hat als Pflichtverteidiger, dann ist man im Grunde schon auf einem ganz, ganz schlechten Weg, was den weiteren Gang der U-Haft, des Prozessverlaufs und so weiter betrifft. Und ich möchte an dieser Stelle auch eine Anmerkung machen zum Thema Prozessbesuche. Der dumme Vogel hat ja gesagt, dass Prozessbesuche nur dazu dienen würden, quasi da irgendwie Winke-Winke zu machen. Und auch wenn er meinen Namen nicht in den Mund genommen hat, natürlich mich damit gemeint, mit den Besuchen beim Prozess. Vogel hat eben leider keine Ahnung von dem, weswegen Prozessbesuche so wichtig sind. Sie dienen vor allen Dingen und in erster Linie dazu, dass man erkennt, welche Anwälte vernünftig arbeiten. Denn alle Anwälte sind irgendwo rhetorisch begabt und wenn man ihnen im Büro begegnet, in der Lage, einem eloquent das ein oder andere zu vermitteln. Aber es kommt darauf an, was die dann im Prozess tun. Das heißt, ich muss die sozusagen auf der Bühne erleben. Und wenn ich im Prozess überraschend auftauche, keiner weiß ja, an welchem Ort in der BRD ich plötzlich auftauche, dann stelle ich fest, welcher Anwalt wie arbeitet. Und dann stellt man übrigens auch fest, wer ist ein Filzanwalt, also wer steckt eigentlich mehr mit der Staatsanwaltschaft unter einer Decke, in Anführungsstrichen unter einer Decke, als sich dem Mandanten zu widmen. Wer hat welches Verhältnis auch zu den Mandanten? Und es ist übrigens auch ein großes Problem, wenn man sich auf einen Wald- und Wiesenanwalt einlässt. Also man kann, abgesehen von dem Karlsruher Filz, also ich kann nur allen Geschwistern empfehlen, grundsätzlich Anwälte aus der Karlsruher Region zu meiden. Ich will da nicht jedem Einzelnen unterstellen, dass er in diesen Filz eingebunden wäre aus dieser Region. Aber jetzt so von der Mehrheit gesprochen, der Anwälte, die da vom Bundesgerichtshof vorgeschlagen werden, lasst die Finger von diesen Anwälten. Und lasst aber auch die Finger von Wald- und Wiesenanwälten, die überhaupt keine Ahnung haben. Denn das ist ja außerordentlich peinlich, wenn man das in den Prozessen beobachtet und die Wald- und Wiesenanwälte da ihre Unwissenheit dokumentieren. Nicht nur ihre Unwissenheit bezogen auf die islamische Thematik, sondern ganz allgemein die prozessualen Besonderheiten in politischen Prozessen. Da lachen sich natürlich die Staatsanwaltschaften kaputt, wenn sie da solche Wald- und Wiesenanwälte vor sich haben. Insofern, das sind alles Dinge, die dann gründlich erörtert werden müssen. Und ich möchte auch erwähnen, dass diese Prozessbesuche ein erhebliches Wissen vermitteln über die Arbeitsweise des Staatsschutzes. Das ähnelt manchmal Universitätsvorlesungen auf sehr hohem Niveau, wenn da Spezialisten des Bundeskriminalamts und so weiter kommen und die Dinge erläutern. Es gibt also viele gute Gründe für Prozessbesuche und das ist nicht, wie der dumme Vogel meint, der Grund, man müsse dort einfach Winke-Winke machen und würde irgendwelche Mätzchen veranstalten. Im Gegenteil, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man diese Prozesse besucht. يا ديمة خير وعطاء ويا ما منقاء وسخاء يا نجما شعف أبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة بذل تعطينا Ja, die Wichtigkeit, über die Strukturen der Repressionsorgane Bescheid zu wissen, möchte ich hervorheben. Und da ist es eben auch erforderlich, dass man zumindest den ein oder anderen Begriff kennt. Beispielsweise, wenn man den Begriff Generalbundesanwalt hört, dann denkt man ja, oder denken manche vielleicht, das sind irgendwelche Anwälte.
Der Generalbundesanwalt, ich lese euch mal die offizielle Definition vor, wie man sie auf der Website des Generalbundesanwalts selbst findet, lautet folgendermaßen. Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, so ist der offizielle Titel, der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof ist auf dem Gebiet des Staatsschutzes die oberste Strafverfolgungsbehörde der BRD. Er übt das Amt des Staatsanwaltes in allen schwerwiegenden Staatsschutzstrafsachen aus, die die innere oder äußere Sicherheit in besonderem Maße berühren. Mit anderen Worten, der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof ist der höchste Staatsanwalt der BRD, also sozusagen der in Anführungsstrichen Verteidiger der BRD-Angelegenheiten. Und daher kommt auch das Stichwort Bundesgefangener. Wenn man also vom Generalbundesanwalt beschuldigt wird, in Form des Ermittlungsverfahrens bzw. eben dann auch der Anklage, dann ist man Bundesgefangener. Also zum Beispiel die fünf Brüder, die hier ab übermorgen beim Oberlandesgericht Celle vor Gericht stehen werden, sind Bundesgefangene. Auch die Schwester Safia, ihr erinnert euch, die vor dem Oberlandesgericht Celle hier angeklagt war, ist eine Bundesgefangene. Oder auch meine Wenigkeit. Ich war ja von 1996 bis 2008 inhaftiert. Ich war Bundesgefangener. Und die Generalbundesanwaltschaft, das ist ja eine Behörde, die also mit dem Generalbundesanwalt an der Spitze sozusagen eine Gruppe von Staatsanwälten darstellt, die die oberste Instanz sind bei den Staatsanwälten in der BRD. Und die Abhängigkeit dieser Behörde, der Bundesanwaltschaft oder eben dann besonders als Führungsperson des Generalbundesanwalts, die Abhängigkeit von der Regierung der BRD ist zu betonen. Das heißt, die sind direkt weisungsgebunden. Die setzen also genau das um, was die Bundesregierung möchte. Das ist das, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das weiß. Das sind also nicht irgendwelche quasi unabhängigen Personen, sondern die sind weisungsgebunden. Die tun das, was die Bundesregierung möchte. Und wir sind ja hier im politischen Strafrecht. Das heißt also, da spielt das eine besondere Rolle, wie die Bundesregierung orientiert ist, welche Definitionen sie über diese oder jene Gruppe des internationalen islamischen Widerstands auch dann trifft. Stichwort Terrorismus. Und man muss vom Begriff des Generalbundesanwalts den Begriff des Generalstaatsanwalts abgrenzen. Die Generalstaatsanwaltschaft ist die bei einem Oberlandesgericht gebildete Staatsanwaltschaft und abhängig von der Landesregierung des betreffenden Bundeslandes. Das heißt also zum Beispiel, wenn hier in Celle die Generalstaatsanwaltschaft angesiedelt ist, die Generalstaatsanwaltschaft Celle, dann ist die abhängig von der Landesregierung Niedersachsen, während der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof abhängig ist von der Regierung der BRD insgesamt. Ja, von der Struktur der Gerichte her ist Folgendes zu sagen. Es gibt in der BRD 24 Oberlandesgerichte. Und man muss ja Folgendes unterscheiden. Die ordentliche Gerichtsbarkeit, wie man sie nennt, und die sogenannte außerordentliche Gerichtsbarkeit. Die außerordentliche Gerichtsbarkeit, das sind also dann zum Beispiel Vorgänge wie Verwaltungsgerichtsverfahren oder andere Dinge, Finanzgerichtsverfahren. Wenn man aber in dem Bereich von Straf- und Zivilprozessen ist, dann spricht man von der ordentlichen Gerichtsbarkeit mit der Hierarchie Amtsgericht, darüber Landgericht, darüber Oberlandesgericht. Das heißt also, wir haben eine klare Hierarchie, wo die Oberlandesgerichte eben an der Spitze stehen. Und nun interessiert uns natürlich, welches sind die Gerichte, die also bei den Prozessen gegen Muslime eine Rolle spielen. Nur darauf brauchen wir uns ja zu konzentrieren. Wir haben ja sonst mit Strafprozessen oder Zivilprozessen überhaupt nichts zu tun. Und ich möchte das folgendermaßen erläutern, weil sich da wirklich überraschende Dinge ergeben, wenn man das genauer analysiert. Nehmen wir mal zum Beispiel nur das Hanseatische Oberlandesgericht, also aus Hamburg. Das hat folgende Zuständigkeit in Staatsschutzsachen. Einmal im Gebiet des Oberlandesgerichts Schleswig, also in Schleswig-Holstein. Dann im Gebiet des Oberlandesgerichts Rostock, also in Mecklenburg-Vorpommern.
dann im Gebiet des Oberlandesgerichts Bremen, also in Bremen, und natürlich in seinem eigenen Gebiet, nämlich im Gebiet des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg. Das heißt mit anderen Worten, dass in Staatsschutzsachen, ich betone, es geht hier nur um Staatsschutzsachen, also die Prozesse gegen Muslime, da hat das Hanseatische Oberlandesgericht also die Zuständigkeit für 4 Bundesländer, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg. Das heißt also, der BRD-Staat geht so vor, dass er nur sehr wenigen Richtern dies überhaupt zutraut. Ist natürlich auch klar, man möchte ja diese Richter, man muss die ja irgendwo, auch wenn die offiziell unabhängig sind, man muss die ja irgendwie politisch steuern quasi. Das geben die nicht offen zu, aber es ist natürlich klar, dass wenn man wenige zu steuern hat, dann ist das leichter, als wenn da bei einer großen Zahl von Richtern Leute aus dem Ruder laufen können, in Anführungsstrichen. Ähnlich ist es zum Beispiel bei dem sogenannten Kammergericht. Das Kammergericht in West-Berlin, also da in West-Berlin wird ja der Begriff Kammergericht benutzt, das heißt im Grunde nichts anderes als Oberlandesgericht. Das Kammergericht in West-Berlin hat in Staatsschutzsachen die Zuständigkeit im Gebiet des Oberlandesgerichts Naumburg, also in Sachsen-Anhalt, im Gebiet des Oberlandesgerichts Brandenburg an der Havel, also in Brandenburg, und natürlich im Gebiet des Kammergerichts selbst, also in Berlin. Also mit anderen Worten, auch da wieder die Struktur, dass die in Staatsschutzsachen, das Kammergericht, die Zuständigkeit für 3 Bundesländer hat. Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin. Und kommen wir mal zum Oberlandesgericht Celle. Es ist ja so, es gibt einige Bundesländer, die haben mehrere Oberlandesgerichte. Und dazu gehört Niedersachsen. Niedersachsen hat gleich 3 Bundesländer, 3 Oberlandesgerichte, nämlich einmal das Oberlandesgericht Oldenburg im Nordwesten, dann das Oberlandesgericht Braunschweig und hier das Oberlandesgericht Celle. Das heißt mit anderen Worten, die Zuständigkeit des Oberlandesgerichts Celle in Staatsschutzsachen bezieht sich auf alle 3 Oberlandesgerichte. Das heißt also, das Oberlandesgericht Oldenburg zum Beispiel hat keine Zuständigkeit in Staatsschutzsachen, auch das Oberlandesgericht Braunschweig nicht, sondern nur das Oberlandesgericht Celle hat die Gesamtzuständigkeit für Niedersachsen. Und ähnlich ist es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen finden ja wirklich am Fließband politische Prozesse gegen Muslime statt. Auch da sind 3 Oberlandesgerichte im Prinzip erstmals vorhanden, nämlich das Oberlandesgericht Köln, das Oberlandesgericht Hamm und das Oberlandesgericht Düsseldorf. Aber wie ihr wisst, oder zumindest einige werden es ahnen, die Prozesse finden ja ausschließlich um Oberlandesgericht Düsseldorf statt. Das heißt, das Oberlandesgericht Düsseldorf hat, was die politischen Prozesse gegen Muslime betrifft, die alleinige Zuständigkeit von allen Oberlandesgerichten in Nordrhein-Westfalen. Und die Oberlandesgerichte sind eben sozusagen eine Komponente und die andere Komponente sind natürlich die Knäste. Die Knäste, da werden auch manche von euch sagen, ja, das ist ja alles sehr, sehr unübersichtlich. Aber nehmen wir zum Beispiel nur mal Niedersachsen. Und dann merkt man auch schnell, dass es übersichtlicher ist, alles, als man denkt. Teilt mal Niedersachsen in so eine Nord- und Südhälfte ein, einfach längs der Linie Hannover-Sehende. Dann sieht man im Norden, dass vor allen Dingen der neu gebaute Knast, die JVA Oldenburg, die seit 2001 in Betrieb eine große Rolle hat, im Nordwesten halt. Ja, dann, ich sagte ja eben, die Linie Hannover-Sehende, da ist die JVA-Sehende nahe Hannover, die ist seit 2004 in Betrieb. Im Norden spielt sicher die JVA Fechter eine große Rolle. Ihr wisst, die Untersuchungshaft von Schwester Safia in dem Zusammenhang. Nicht? Die JVA Fechter ist sozusagen das zentrale Frauengefängnis in Niedersachsen. Ja, und dann ist zu erwähnen in neuester Zeit vor allen Dingen auch die JVA Roosdorf. Die JVA Roosdorf nahe Göttingen, die ist seit 2007 in Betrieb und das ist eben auch ein sehr großer Knast, der eine erhebliche Rolle spielt bei der Inhaftierung auch von Muslimen. Ja, und dann gibt es eben die besondere Rolle, die die JVA Celle spielt. Also mit anderen Worten, hier in der Stadt gibt es nicht nur das Oberlandesgericht Celle, die Generalstaatsanwaltschaftszelle, sondern vor allen Dingen auch die JVA-Zelle. Die JVA-Zelle
ist ein ganz besonderer Knast. Und ich hatte also die Gelegenheit, vor circa 25 Jahren bei meinem ersten Gefangenenbesuch überhaupt die JVA-Zelle kennenzulernen. Die JVA-Zelle, das ist wichtig von der Entstehung her, und zwar in dem Schloss, was ihr hinter mir seht, verstarb der letzte Zeller Herzog im Jahre 1705 ohne Nachfolger und dann kam Celle zum Kurfürstentum Hannover. Und dann hat das Kurfürstentum Hannover der Bevölkerung hier in Celle einen Ausgleich angeboten dafür, dass man eben nicht mehr Residenzstadt war. Und zwar hat die Regierung des Kurfürstentums Hannover erstmal das Oberappellationsgericht in Celle eingerichtet. Das ist das heutige Oberlandesgericht. Und hat der Bevölkerung bzw. also der Stadt hier die Wahl gestellt, ob zusätzlich eine Universität oder ein Gefängnis in Celle angesiedelt werden sollen. Und es ist klar, wofür sich die Bevölkerung entschieden hat, nämlich für die Errichtung eines Gefängnisses. Die offizielle Begründung, die kann man heutzutage noch auf der Website der JVA Celle nachlesen, warum dieser Knast errichtet worden ist, lautet folgendermaßen. Das herrschende Strafsystem musste der gewaltigen Zunahme des Bettler- und Landstreicherunwesens und des daraus sich entwickelnden Verbrechertums angepasst werden. So haben die das begründet, dass sie diesen Knast errichtet haben. Und zwar haben sie das unter der Bezeichnung, also die JVA-Zelle unter der Bezeichnung Allgemeines Zucht-, Werk- und Tollhaus errichtet, und zwar in den Jahren 1710 bis 1724. Ja, und seit 1972 heißt diese Einrichtung eben Justizvollzugsanstalt. Der Name ist auch nicht viel schöner als Zuchtwerk und Tollhaus. Wichtig ist Folgendes. Es handelt sich um das älteste Gefängnis in Deutschland, das noch in Funktion ist. Also nochmal, das, was sich hier, ihr seht es auf den eingeblendeten Fotos in dem Video auch, was sich hier befindet, die JVA-Zelle, ist der älteste Knast in der BRD, was die Knäste betrifft, die noch in Funktion sind, also mit anderen Worten Gefangene beherbergen. Die JVA-Zelle hat 222 Haftplätze, da sind Untersuchungshäftlinge bei und Strafhäftlinge. Und es sind eben auch, dazu gehören eben auch muslimische politische Gefangene inzwischen. Ich nenne jetzt hier nicht einzelne Namen, weil ich will auch den Gefangenen keine Schwierigkeiten bereiten, indem man das jetzt öffentlich groß erwähnt. Aber diejenigen, die persönlich Kontakt zu mir haben, können sich ja erkundigen, wer hier genau in Celle als Bruder inhaftiert ist. Ja, und ich möchte einfach nur betonen, wenn die Mauern dieses Knasts, also dieser JVA-Zelle, schreien könnten, was sie im Laufe der Geschichte erlebt haben, dann hätten diese Mauern wirklich viel zu erzählen. يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة بذل تعطينا هلت. Wenn man über die muslimischen politischen Gefangenen in der BRD spricht, dann ist es wichtig, dass man ihren Status quasi als Kriegsgefangene beschreibt. Aufgrund der Situation in der Welt kann man den Status oder die Situation der muslimischen politischen Gefangenen und wie sie auch der Öffentlichkeit vorgeführt werden, nur verstehen, wenn man den Begriff der Kriegsgefangenen benutzt. Und ganz wichtig ist, dass man, wenn Brüder verhaftet werden, sich wirklich davor von fern hält, Schadenfreude zu empfinden. Ihr wisst zum Beispiel, als die am 8.11.2016, im vorigen Jahr, die fünf Brüder verhaftet worden sind, in einer bundesweiten Razzia, also die fünf Brüder, die hier ab übermorgen in Celle vor Gericht stehen, hat der dumme Vogel auf seiner Facebook-Seite öffentlich Genugtuung über diese Verhaftungsaktion geäußert. Und das ist natürlich etwas, was völlig unislamisch ist und wo man sich von fernhalten sollte.
An erster Stelle sollte sich jede und jeder die folgende Frage stellen: Was mache ich selbst eigentlich zur Unterstützung der muslimischen politischen Gefangenen in der BRD? Was mache ich konkret? Und es ist viel wichtiger, dieses konkrete Handeln ist viel wichtiger als irgendwelche bloßen Meinungsäußerungen oder Facebook-Likes und so weiter. Manche verwechseln ja das Liken zum Beispiel von irgendeinem Facebook-Beitrag mit einer Tätigkeit quasi, mit einer konkreten Tätigkeit. Es kommt darauf an, inwiefern werden die Gefangenen konkret unterstützt. Und es muss also um das konkrete Tun gehen. Und jeder kann sich ja zum Beispiel einfach einen Ruck geben, nämlich einen Zettel und einen Stift nehmen, ein paar solidarische Zeilen schreiben, den Zettel falten in einen Umschlag, Absender drauf und an den Gefangenen adressieren. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Und insofern immer das konkrete Tun in den Vordergrund stellen und nicht dieses so beliebte Debattieren, Schwadronieren, Tratsch und Klatsch über irgendwelche Gefangenen. Ihr kennt ja mein Flugblatt, was ich immer wieder aktualisiere hier. Das ist noch das alte Flugblatt vom 7. Juli mit den über 140 Gefangenen. Und da werden natürlich manche sagen, ja, das sind ja so viele Gefangene, was soll man denn da tun? Die verteilen sich auf die einzelnen Bundesländer. Ja, es ist doch ganz einfach. Jeder hat ja irgendwo einen Wohnort oder einen Schwerpunkt, wo er oder sie sich aufhält. Und dort, wo man wohnt, sucht man sich dann einfach aus der Region eine oder zwei Gefangene aus und schreibt denen. Weil man ist ja nicht in Anführungsstrichen zuständig für mehr als 140 Gefangene, sondern wenn man einen ernsthaften Briefkontakt will, dann schafft man sowieso nicht mehr als ein oder zwei Gefangene. Ja, und inshallah wird dann aus so einem Briefkontakt ein Besuchskontakt. Man lernt ja im Briefwechsel den betreffenden Gefangenen kennen, auch wenn man ihn vorher überhaupt nicht kannte. Man lernt ihn kennen. Der Gefangene freut sich über den Kontakt und wenn die persönliche Sympathie hinreichend ist für einen Besuchsantrag, dann stellt man eben auch einen Besuchsantrag. Ist doch im Grunde alles ganz einfach. Und man sollte niemals vergessen, Briefe und Besuche sind sozusagen die Highlights in der Gefangenschaft. Nur dadurch ist der Gefangene in sozialer Weise an die Menschen draußen angebunden und sonst ist das Leben im Knast quasi wie die Existenz auf einem anderen Planeten. Also stellt euch das einfach vor, als Gefangener keine Besuchs- und Briefkontakte zu haben. Ja, das bedeutet nichts anderes, als dass man irgendwo zwar zum Beispiel über das Fernsehgerät natürlich informieren kann, was in der BRD sich abspielt, aber man hat keinen realen Kontakt mehr dann dazu, was draußen läuft. Und dazu sind eben überhaupt, um als sozialer Mensch existieren zu können, sind diese Brief- und Besuchskontakte für die Gefangenen so wichtig. Sind wir in einer Situation, ich nenne das immer die Nach-Lau-Zeit, weil Sven Lau sozusagen einer der Gefangenen noch war, die eben doch vom Namen her bekannt waren oder sind. Und man muss zugeben, die meisten der über 140 Gefangenen, deren Namen sind relativ unbekannt. Es sind ja zum Teil auch welche aus dem Flüchtlingsbereich, also die jetzt noch nicht einmal eine unbedingt geklärte Identität haben. Also der Generalbundesanwalt nimmt dann häufig irgendwelche Aliasnamen, unter denen dann die Akte geführt wird. Und aber dass man die Namen der Gefangenen erstmal so nicht kennt, das ist nicht weiter schlimm. Man kann sich ja beim realen Kontakt, also was Briefe und Besuche betrifft, sowieso nur auf ein oder zwei Gefangene konzentrieren. Und dann benutzt man eben die Namen, unter denen die eingetragen sind. Und man ist ja, wenn man einen Briefkontakt oder Besuchskontakt macht, nicht dazu da, detektivisch herauszufinden, ob das jetzt die realen Namen sind, sondern es geht ja um die menschliche Anteilnahme an dem, was der Bruder da gerade in Haft erlebt. Wichtig ist auch Folgendes, und den Fehler machen sehr viele, und zwar, man sollte auf keinen Fall als Muslim eine Debatte über die Schuld oder Unschuld von inhaftierten Brüdern führen. Selbstverständlich kann man, wenn der Gefangene rauskommt und man sich dafür eingesetzt hat, dass er rauskommt, danach dann eine kritische Diskussion mit dem Betreffenden auch führen, ob vielleicht irgendwas falsch gelaufen ist oder ob das alles so seine Richtigkeit hatte und so weiter. Aber
selbst im BRD-Recht ist es ja so, dass zunächst einmal die Unschuldsvermutung gilt. Das heißt, die Unschuldsvermutung bis zur Rechtskraft des Urteils. Und es kann nicht sein, dass Geschwister anfangen, über die Schuld von irgendwelchen Gefangenen zu palavern, wenn selbst der BRD-Staat noch von der Unschuldsvermutung spricht. Und in dem Zusammenhang muss man ja auch Folgendes sehen. Nach welchem Rechtssystem soll denn eigentlich so eine Diskussion geführt werden? Natürlich, die Gerichte gehen nach den BRD-Gesetzen vor, was Schuld oder Unschuld bedeutet. Aber unser Bezugssystem ist ja in erster Linie das islamische Bezugssystem. Das heißt also, wir müssen ja vollkommen unterscheiden, was ist nach dem Islam Schuld oder Unschuld und was ist nach BRD-Recht Schuld oder Unschuld. Man sollte diese Dinge auch nicht mixen, sondern man muss immer über das Bezugssystem, in dem man argumentiert, das muss man im Auge haben. Und ich möchte auch Folgendes erwähnen. Manche sagen mir ja, wenn jetzt dieses dumme Vogelgeschwätz wieder auftaucht, was die Gefangenen betrifft, ach Falk, reg dich nicht so auf, der ist ja im internationalen islamischen Widerstand sowieso nicht anerkannt und das spielt eigentlich auch nicht so die Rolle. Ja, das Problem ist einfach Folgendes. Viele von den jungen Geschwistern und unerfahrenen Geschwistern hören ja das, was er sagt und können das nicht einschätzen. Und sie werden eben dadurch beeinflusst. Und genau deswegen muss man dagegen Stellung beziehen, wenn dieser Typ wieder Unsinn erzählt. So geht es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn er den Bruder Sven Lau für unschuldig, in Anführungsstrichen unschuldig erklärt, aber die mehr als 100 muslimischen politischen Gefangenen, die es sonst in der BRD gibt, ignoriert bzw. implizit für schuldig hält. Das ist ein Verhalten, das geht gar nicht. Und da muss man auch deutlich gegen Stellung beziehen. Das heißt, unsere Solidarität muss den muslimischen politischen Gefangenen in ihrer Gesamtheit gelten. Und jede und jeder sollte sich da ein oder zwei Gefangene aussuchen, bei denen man einfach dann einen Kontakt herstellt. Und ihr wisst, dass ich auf den Flugblättern aus juristischen Gründen nur den Vornamen ausgeschrieben und den Nachnamen dann abgekürzt abdrucken kann. Wenn jemand genauer wissen will, was ist der komplette Nachname und wo ist der Betreffende inhaftiert, dann kann man mich ja fragen und sofern ich das dann korrekt beantworten kann, bin ich auch gern bereit, bei den Kontaktaufnahmen zu den Gefangenen zu helfen. Und zusammenfassend gesagt möchte ich einfach betonen, das Verhalten in der Gefangenenfrage, das ist im Grunde so etwas wie eine, ja, also für den Muslim ist das so etwas wie eine Charakterfrage. Da zeigt sich dann wirklich, welchen Charakter man hat, ob man einen islamischen Charakter und eine islamische Verhaltensweise hat oder ob man eben auf einer ganz anderen Spur ist. يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة بذل تعطينا. Ja, wir sind jetzt an einem Standort nach wie vor in dem Schlosspark, aber eben mit Blick auf den Schlossplatz 2. Das heißt, in Kamerarichtung seht ihr den Gebäudekomplex des Oberlandesgerichts hinter mir. Und ich erwähnte es ja bereits, dass Schwester Safia vor dem Oberlandesgericht angeklagt war und ihr dort der Prozess gemacht worden ist. Schwester Safia ist ja im Alter von erst 15 Jahren, am 26. Februar 2016, im Hauptbahnhof Hannover verhaftet worden. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an meinen Videovortrag, genau 3 Monate später, am 26. Mai 2016, beim Hauptbahnhof Hannover. Ich hatte diesen Vortrag vor allen Dingen deshalb gemacht, weil es sich ja wirklich eine unfassbare Entwicklung da abgezeichnet hatte schon. Und zwar, dass die Tat von Safia, also ihre Reaktion bei der Polizeikontrolle im Hauptbahnhof Hannover quasi als
in der höchsten Kategorie des Terrorismus eingestuft wurde und damit völlig überhöht wurde. Und dass das Mädchen zur Tatzeit der Polizeikontrolle erst 15 Jahre alt war, wurde ja eben zunehmend ignoriert. Das war schon damals absehbar. Und tatsächlich kam es dann so, dass also schon am 20.09.2016, also rund 7 Monate nach ihrer Verhaftung, vom Oberlandesgericht Celle das Hauptverfahren eröffnet wurde. Und sie wurde ja nicht alleine angeklagt im Oberlandesgericht Celle, sondern da war ein Mitbeschuldigter. Und der wurde also an die BRD am 18.10.2016 ausgeliefert. Und 2 Tage später, am 20.10.2016, wurde dann der Prozess gegen Schwester Safia und ihren Mitangeklagten eröffnet. Und zwar im Saal 94 im Schlossplatz 2, also da, wo wir stehen, praktisch in dem Gebäudekomplex hinter mir, Eingang Kanzleistraße. Also in Kammerrichtung die Verlängerung, das ist die Kanzleistraße. Und auf der Ecke seht ihr das Hauptgebäude quasi vom Oberlandesgericht. Ja, sie war angeklagt beim 4. Strafsenat. Der 4. Strafsenat ist der sogenannte Staatsschutzsenat. Unter Vorsitz von Richter Rosenow, ein freundlich grinsender Richter, der die Schwester Safia dann auch gleich zu Prozessbeginn geduzt hat. Ja, und ihr dann im Laufe der Zeit eine unverschämt überhöhte Knaststrafe verpasst hat. Ich muss natürlich ausdrücklich sagen, der Prozess fand nach Eröffnung sozusagen, aber noch vor Verlesung der Anklageschrift unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Man hat also sozusagen nur die Anfangsszenen öffentlich erleben können. Safia war ja zur Zeit des Prozesses 16 Jahre alt. Ja, und die Urteilsverkündung fand im Januar dieses Jahres statt, am 26. Januar 2017. Und Safia hat 6 Jahre Knast als Jugendstrafe erhalten, als sogenannte Jugendstrafe. Selbst ihr Mitangeklagter ist wegen sogenannter Nichtanzeige einer geplanten Straftat zu 2 Jahren und 6 Monaten Knast Jugendstrafe verurteilt worden. Man hat also praktisch so argumentiert, dass Safias Tat eben nicht im Affekt geschehen sei, sondern geplant und quasi ein geplanter Mordversuch gewesen sei, was ich für eine völlige Fehleinschätzung halte. Dieses 15-jährige Mädchen ist schon körperlich nicht in der Lage, Polizisten, die wie Bundespolizisten mit der Bewachung des Hannover Hauptbahnhofs beauftragt sind, ernsthaft, also physisch zu beeinträchtigen. Vor allen Dingen sind ja immer mehrere Polizisten, die eine Polizeikontrolle durchführen, sodass man das Mädchen bei der Kontrolle im Blick hatte. Und man kann eben auch nicht argumentieren, dass ein 15-jähriges Mädchen in Anführungsstrichen geplant wie eine Terroristin vorgehe, denn jeder, der Kinder hat, weiß, was, ich sage mal, ungezogene oder wütende Kinder zu tun imstande sind, ohne dass man hier mit dem Strafrecht operieren müsste. Ja, jedenfalls zeigt der Fall Safia in dramatischer Weise, welche extremen Formen die politische Justiz der BRD gegen die Muslime inzwischen angenommen hat. Wäre Safia keine Muslima, wäre es völlig ausgeschlossen, dass der BRD-Apparat mit einem derartigen Justiztheater reagiert hätte. Und man kann es auch anders formulieren, und zwar folgendermaßen: Ein Staat, der ernsthaft meint, gegen eine 15-jährige Muslima mit Hilfe des Oberlandesgerichts Celle vorgehen zu müssen, schafft sich Feinde, die eine kluge Sicherheitspolitik vermieden hätte. يا ديمة خير وعطاء ويا ما منقاء وسخاء يا نجما شعف أبهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة بذل تعطينا هل
Betonen möchte ich, dass das Oberlandesgericht Celle nach dem Berliner Kammergericht das zweitälteste deutsche Oberlandesgericht ist. Was ich wiederhole, das ist das zweitälteste deutsche Oberlandesgericht nach dem Kammergericht in Berlin. Das Oberlandesgericht Celle, was ihr hinter mir seht, beziehungsweise ihr seht eigentlich natürlich nur einen Teil des Gebäudekomplexes, wurde am 14. Oktober 1711, also im Jahre 1711, als sogenanntes Oberappellationsgericht in einem Gebäude an der Kanzleistraße gegründet. Die Kanzleistraße ist die Verlängerung in Richtung sozusagen der Kamerablickrichtung. Das Gebäude am Schlossplatz, wir sind ja hier praktisch am Schlossplatz 2, ich sagte es ja schon, das Gebäude, das ihr an der Ecke hinter mir seht, beziehungsweise auf den eingeblendeten Fotos etwas deutlicher noch seht, das wurde 1842 fertiggestellt und ist im klassizistischen Stil errichtet. Das ist ein sehr markantes Gebäude, was eben dann auch sozusagen Postkartenmotiv für Celle hat, für Celle ist. Ja, und wie es in der deutschen Architektur so häufig ist, man hat dann praktisch in den Erweiterungen dieses Gebäudekomplexes verschiedene Baustile zusammengestoppelt, obwohl sozusagen ein Stilbruch nach dem nächsten. Und zwar kam man im Jahre 1961 zur 250-Jahr-Feier ernsthaft auf die Idee, hier ein Hochhaus dann also ranzuklatschen. Das ist praktisch auf der anderen Seite, das sieht man von hier aus nicht, das ist ein sechsstöckiges Hochhaus an der Mühlenstraße, das ebenfalls zu diesem Gebäudekomplex gehört. Auf den eingeblendeten Karten könnt ihr das ein bisschen genauer sehen. Ja, und im Jahre 1988 wurde dann das Erweiterungsgebäude am Weißen Wall fertiggestellt. Das ist ein relativ niedriges Gebäude, dessen Stil wie der Stil des Hochhauses überhaupt nicht zu dem seit 1842 existierenden markanten Gebäude hier an der Ecke hinter mir passt. Also mit anderen Worten, man hat einen Gebäudekomplex nach dem anderen da so zusammengestoppelt. Angefangen hatte das Ganze in Räumen an der Kanzleistraße und ab 1879, also im 1871 gegründeten Deutschen Reich, wurde das Gericht, das ja vorher Oberappellationsgericht hieß, dann als Oberlandesgericht definiert, das heißt eines von 14 damals preußischen Oberlandesgerichten. Und wenn man sich dann mit den Details ein bisschen genauer befasst, und das ist zwar, ist das notwendig, um herauszufinden, wer sind eigentlich die Richter, die dann für die Muslime da zuständig sind in den politischen Prozessen, dann muss man sich, auch wenn es ein bisschen mühevoll ist, mit solchen Dingen beschäftigen hier, wie mit dem Geschäftsverteilungsplan. Das ist nur ein kleiner Auszug von dem Geschäftsverteilungsplan, damit ihr eine Vorstellung bekommt, wie umfangreich das ist, was im Oberlandesgericht stattfindet. Ein kurzes Zitat aus diesem Geschäftsverteilungsplan des Jahres 2017. Dort heißt es, bei dem Oberlandesgericht Celle bestehen 24 Zivilsenate, davon 7 Senate zugleich als Senate für Familiensachen und ein Senat zugleich als Senat für Landwirtschaftssachen. Und jetzt kommt's: 7 Strafsenate und 3 Senate für Bußgeldsachen, außerdem ein Senat für Baulandsachen, 2 Kartellsenate, ein Vergabesenat, 2 Senate für Steuerberater und Steuerbevollmächtigten Sachen, ein Senat für Notarsachen und eine Güterrichterabteilung. So, und in diesem ganzen Schlamassel, sage ich jetzt mal, von Geschäftsverteilungsplan, muss man sich herausfischen, natürlich diese Strafsenate, und dann gucken, wer ist von den Strafsenaten zuständig für die Muslime in den politischen Prozessen. Und dann stellt man fest, dass dabei die führende Rolle der 4. Strafsenat hat, eben unter dem Vorsitz von Frank Rosenow, also Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Frank Rosenow. Das ist der Richter, der die Safia verurteilt hat. Und wichtige Richter sind auch der Richter am Oberlandesgericht Roland Schmidt-Klarner und der Richter am Oberlandesgericht Dr. Helmut Kreiker. Und die Geschäftsaufgaben sind folgendermaßen definiert. Wenn man sich diesen Geschäftsverteilungsplan anguckt, dann steht dort Strafsachen nach § 120 Gerichtsverfassungsgesetz. Jetzt muss man wissen, was ist das? Weil die drücken das natürlich nicht so völlig klar aus.
Paragraph 120 Gerichtsverfassungsgesetz ist genau das, was sich mit sogenanntem Terrorismus beschäftigt, mit politischem, militantem Widerstand und so weiter. Das heißt, die Muslime sind diejenigen, die von diesem Paragraph 120 Gerichtsverfassungsgesetz in den politischen Prozessen erfasst werden. Und das bedeutet konkret, dass also, wenn dieser Paragraph 120 Gerichtsverfassungsgesetz angewandt wird, der Prozess gleich beim Oberlandesgericht beginnt. Man beginnt also nicht beim Amtsgericht, Landgericht und so weiter, sondern die erste Instanz sozusagen ist gleich das Oberlandesgericht. Und der Sitzungssaal dazu ist auch definiert, das ist der Saal 94, genau auch dort, wo Safia eben ihren Prozess hatte. Auch dort wird jetzt der Prozess übermorgen gegen die fünf Brüder eröffnet werden, im Saal 94, dessen Zugang über die Kanzleistraße erfolgt. Das heißt also, man hat nur bestimmte Richter, die hier eine Rolle spielen, während also das Oberlandesgericht Celle eigentlich eine sehr umfangreiche Behörde ist, sind es nur sehr, sehr wenige Richter, die also eine Rolle spielen im Rahmen dieser politischen Prozesse. Und in dem Gebäude hinter mir ist zusätzlich, ich erwähnte es schon, die Generalstaatsanwaltschaft Celle untergebracht. Und hier hat man ebenfalls einen Zentralisierungsvorgang eingeleitet. Und zwar, ich zitiere Folgendes. Man hat die sogenannte Zentralstelle Terrorismusbekämpfung der Generalstaatsanwaltschaft Celle eingerichtet, mit folgendem Zitat hier. Niedersachsen hat Anfang des Jahres 2017, also in diesem Jahr, eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Verfolgung terroristisch motivierter Straftaten bestimmt. Die Zentralstelle Terrorismusbekämpfung als eigene Abteilung 4 der Generalstaatsanwaltschaft Celle. Das heißt also, man hat in dem, was dort in dem Gebäude hinter mir angesiedelt ist, eine eigene Abteilung gegründet, hat die Zentralstelle Terrorismusbekämpfung genannt und die ist, und ich setze das Zitat hiermit fort, sie ist für das gesamte Land Niedersachsen zuständig, also auch für den Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig und den Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg. Das heißt also, das, was ich schon sagte, dass das Oberlandesgericht Celle zum Beispiel in Gesamtniedersachsen die Zuständigkeit für die politischen Prozesse hat, so verhält es sich auch bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle. Die hat die Zuständigkeit für die Anklagen und Ermittlungen im gesamten Land Niedersachsen. Und dann heißt es weiter in dem Zitat, die bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle eingerichtete Zentralstelle Terrorismusbekämpfung ist eine landesweit zuständige Zentralstelle zur effektiven Verfolgung terroristischer Straftaten und zur wirksamen Bekämpfung akut auftretender terroristischer Gefährdungslagen. Die Zentralstelle ist zuständig für die Bearbeitung aller in Niedersachsen anfallenden Ermittlungs- und Strafverfahren, denen eine terroristisch motivierte Straftat zugrunde liegt. Also das ist jetzt mal so richtig Staatspropaganda im O-Ton. Man möchte einfach dem Bürger, ich sag mal dem besorgten Bürger, signalisieren, dass also durch die Einrichtung solcher Zentralstellen die Lage im Griff sei. Und im Wesentlichen ist das eine Zentralisierung auf wenige Personen, die man da dann orientiert im politischen Sinne. Weiter heißt es, die Zentralstelle Terrorismusbekämpfung führt zudem die Ermittlungen in den Verfahren, die der Generalbundesanwalt an die Zentralstelle als zuständige Landesstaatsanwaltschaft abgegeben hat. In dem Zusammenhang muss man Folgendes wissen. Ich sagte ja am Anfang des Vortrags, dass der Generalbundesanwalt und seine Behörde, das ist ja eigentlich eine eher kleine Behörde, hat mittlerweile eine solche Fülle an Verfahren gegen Muslime, dass sie das überhaupt nicht mehr bewältigen können. Deswegen gibt der Generalbundesanwalt als oberster Ankläger der BRD bestimmte Verfahren mittlerweile an die Generalstaatsanwaltschaften ab. Und dadurch kommt es, dass die Generalstaatsanwaltschaften, die eigentlich immer, ich möchte fast sagen, ein Schattendasein hatten, jetzt mehr in den Blickpunkt kommen, weil diese Generalstaatsanwaltschaften dann die Ankläger in den vielen politischen Prozessen werden. Und das sieht man zum Beispiel bei der Generalstaatsanwaltschaft München. Die ist also sehr extrem, was die Verfolgung von Muslimen betrifft. Und die Generalstaatsanwaltschaft Celle hier
nimmt sich ausdrücklich als die Generalstaatsanwaltschaft München als Vorbild. Das heißt also, die Generalstaatsanwaltschaft Celle ist etwas, was insbesondere durch diese Zentralstelle Terrorismusbekämpfung eben eine zunehmend wichtige Rolle spielt bei der Bekämpfung der Muslime. يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والضاء يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والضاء يا ديمة بذل تعطينا. Liebe Geschwister, wie ihr wisst, polemisiert die westliche Welt gegen den Wunsch von uns Muslimen, in einem islamischen Staatswesen in Ruhe und Frieden leben zu können. Es wird argumentiert, so ein islamisches Staatswesen, das sei quasi eine Diktatur von irgendwelchen Theokraten oder Terroristen. Und es wird das berechtigte Anliegen der Muslime, in einem islamischen Staatswesen in Ruhe und Frieden leben zu können, dieses berechtigte Anliegen wird nicht nur nicht akzeptiert, es wird mit militärischen Mitteln bekämpft. Jetzt schauen wir uns aber mal umgekehrt an, was haben eigentlich die Leute hier im Westen für Vorstellungen? Viele Jahrhunderte war es in Westeuropa üblich, es richtig und normal zu finden, dass sogenannte Adlige an der Spitze des Staates stehen. Wir stehen ja hier in Sichtweite quasi des Schlosses. Des Schlosses, wo der Herzog von Celle lebte. Und als im Jahre 1705 der letzte Zeller Herzog verstarb, sodass also die 300-jährige Geschichte des Zeller Schlosses als Residenz des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg endete, ging das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg in das Kurfürstentum Hannover über. Das heißt also praktisch die Herrschaft eines Adligen, der keine Nachkommen hatte, hier dieser Zeller Herzog, ging über in die Herrschaft des Kurfürstentums Hannover. Das war für die Leute quasi selbstverständlich. Die dachten, es sei normal, wenn der eine Adlige eben keine Nachkommen hat, dann übernimmt ein anderer Adliger das Herrschaftsgebiet. Und ich erwähnte es schon, als Entschädigung in Anführungsstrichen für den Verlust dieser Residenzfunktion erhielt ja Celle daraufhin, nämlich nur wenige Jahre später, das Oberappellationsgericht im Jahre 1711, also das, was ihr hinter mir seht, das heutige Oberlandesgericht, und das Zuchthaus, also den Knast, der ja ab 1710 dann errichtet wurde, die heutige Justizvollzugsanstalt. Und wenn man betrachtet, wann änderte sich dieses Denken im Westen, dass also Adlige die Herrschaft haben, überhaupt erst? Ja, das ist erst vor 100 Jahren der Fall gewesen. Vor 100 Jahren, im Verlauf des sinnlosen vom Deutschen Kaiserreich geführten Ersten Weltkriegs, also 1914 bis 1918 war ja dieser Erste Weltkrieg, begannen mehr und mehr Menschen, auch in Deutschland, nach einer vernünftigen Gesellschaftsalternative zu suchen, die das mörderische Treiben des Imperialismus beenden könnte. Mit anderen Worten, nur durch dieses extreme Erleben des Ersten Weltkriegs, dieser verheerende Krieg von 1914 bis 1918, kamen die Leute mal langsam hier im Westen auf die Idee, dass irgendwie es doch keine Berechtigung dafür gibt, dass ein Adliger immer an der Spitze des Staates steht. Und es war außerordentlich schwierig, die unter den Bedingungen des Ersten Weltkriegs Opposition gegen diesen imperialistischen, von Deutschland begonnenen Krieg zu artikulieren. Und ich denke mal, man sollte Respekt haben vor den Leuten, die also damals Widerstand geleistet haben, hier, unter schwierigsten Bedingungen. Das waren wenige, die da überhaupt erstmal aktiv waren. Man muss ja bedenken, auch die Zeller Bevölkerung ist ja mit Hurra in den Ersten Weltkrieg gezogen. Die haben ja nicht irgendwie Widerstand geleistet von Anfang an, sondern waren ja erstmal davon überzeugt, sie werden den Ersten Weltkrieg gewinnen. Und dann gab es eben solche Briefe wie hier, solche illegalen Flugschriften. Hier dieses Teil, damit ihr das mal seht, ist 100 Jahre alt. Das ist also aus dem Jahre 1918. Das ist der Spartakusbrief Nummer 12, der damals verbreitet wurde. Natürlich in der Illegalität. Und der eben die Leute
während des Ersten Weltkriegs dazu anregte, doch mal über diese Gesamtsituation nachzudenken. Welchen Sinn überhaupt dieser Krieg macht, wer davon profitiert und so weiter. Und es gelang im November 1918 tatsächlich im gesamten deutschen Reichsgebiet sogenannte Arbeiter- und Soldatenräte zu gründen und die regierenden Fürsten zu verjagen. Das heißt, im Jahre 1918, im November 1918, gelang es endlich, die Fürsten zu verjagen. Das war im Grunde erst, das ist erst 100 Jahre her. Und selbst im ländlichen Celle übrigens wurde hier ein solcher Arbeiter- und Soldatenrat etabliert. Und nun gab es ja die Gegenkräfte. Das heißt also, diejenigen, die jetzt hier Arbeiter- und Soldatenräte etabliert hatten in Deutschland und die Fürsten verjagt hatten, bekamen aus dem bürgerlich-kapitalistischen Spektrum und dem faschistisch-kapitalistischen Spektrum erheblichen Widerstand entgegen. Und das heißt, die Arbeiter- und Soldatenräte wurden mit allen Mitteln, wirklich mit allen Mitteln bekämpft. So wie wir Muslime heutzutage mit allen Mitteln, geheimdienstlichen Mitteln, juristischen Mitteln, militärischen Mitteln und so weiter bekämpft werden, so wurden damals die Arbeiter- und Soldatenräte bekämpft. Und das Resultat ist ja bekannt. Die Faschisten, also das faschistisch-kapitalistische Spektrum, hat 1933 die Macht übernommen. Damit waren die Arbeiter- und Soldatenräte, die da sich ab 1918 bildeten, längst Geschichte. Und die Faschisten haben den Zweiten Weltkrieg als Steigerung des Ersten Weltkriegs eröffnet. Und bekanntlich ist auch dieser Versuch des deutschen Imperialismus gründlich schiefgegangen. Und seitdem existiert die US-Gründung BRD als aktuelle Form des deutschen Imperialismus. Und man kann, wenn man, ich meine, wir können ja sozusagen jetzt hier nicht zusammen in dieses Gebäude da an der Ecke gehen, aber ich will euch beschreiben, was da zu sehen ist. Und man sieht dann, wie das Oberlandesgericht sich selbst in diese historischen Vorgänge einordnet. Und zwar im Haupttreppenhaus, in dem Gebäude hinter mir, hängt eine große Gedenktafel für die im Ersten Weltkrieg Gefallenen. Und diese Gedenktafel hängt zwischen den Ölgemälden mit den Porträts der ehemaligen Oberlandesgerichtspräsidenten. Und auf der Gedenktafel ist ein eisernes Kreuz mit dem angedeuteten Buchstaben W für den Kaiser Wilhelm zu sehen. Und die darüber im Halbrund eingravierte Inschrift Dulce et decorum est pro patria mori. Mit anderen Worten, genau wie Kaiser Wilhelm, der den Ersten Weltkrieg eröffnet hat, sozusagen den Hurra-Patriotismus propagiert hat, so ist dort, wird dort bis heute im Haupttreppenhaus des Oberlandesgerichts Celle die Propaganda betrieben. Und darunter befinden sich dann die Vor- und Zunahmen, Funktion, Todesdaten und Sterbeort ausgewählter im zum Ersten Weltkrieg einberufener Personen. Das heißt, das ist die Art und Weise, wie die sich einordnen hier in die Vorgänge. Und weil wir ja heute einen Wahlsonntag haben, bei dem mehr als 60 Millionen Wahlberechtigte über das weitere Vorgehen der BRD entscheiden, möchte ich deutlich sagen, dass unabhängig davon, wie sich die imperialistisch-elitären Kreise der BRD positionieren, die Deutschen zu jeder Zeit die Möglichkeit haben, ihre Position, ihre eigene Positionierung zu überdenken. Genauso wie damals, vor 100 Jahren, die Deutschen endlich auf die Idee kamen, die Fürsten zu entmachten, so können sie jederzeit darüber nachdenken, welchen Kurs die BRD wählen soll. Nicht so begriffen die meisten Deutschen im Laufe des Ersten Weltkriegs, also vor 100 Jahren endlich, dass die jahrhundertelange Herrschaft des Adels keine Legitimation hat. Und nun stellt sich die Frage, wann die Deutschen begreifen werden, dass auch der Kurs des BRD-Imperialismus scheitern wird. Inshallah. Barakallahu fik für die Aufmerksamkeit.